Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Rülpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir für Cassie Dalton den Nebelkriecher erledigt und haben direkt eine neue Mission bekommen. Wir sollen einen Fallensteller-Anführer töten, weil die mich getötet haben. Ja. Und wir sind auf dem Weg dahin über Southwest Harbor gestolpert, wo ganz viele Fallensteller sind. Und ja, die müssen wir erledigen. Dann habe ich hier ein brennendes Schiff gesehen. Oh, hallo, Fusionskern. Das ist halt schon eine Waffe. Ha. Das sieht doch mal geil aus. Geile Szenerie. Steck fest. Nein. Nein. Verdammter Dreck. Was ist die Kiste, warte. Victorias Koffer. Ich komme nicht raus. Longfellow. Zieh mich, danke. Auch wenn du überhaupt nichts gemacht hast. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Okay, fragt sich jetzt nur, ich irgendwie was Markierung oder so gemacht, nee, ne? Ja, ich werde versuchen mehr zu notieren. Nach diesem Part. Da sind die ganzen Fallensteller. Ich habe ja gerade voll viele gesehen. Die sind jetzt alle weg und Longfellow ist wahrscheinlich tot. Nein, das ist Mr. Briefkasten. Natürlich bist du irgendwie. Was ist denn? Bohrstation. Ich sehe dich. Irgendwie hält der weniger aus als der andere. Sind da der Sinn? Ich kann mir jetzt nicht mehr so viel Schaden leisten. Nicht mehr so viel Stimpacks. Machen wir so. Ich habe genug Red Awaits, also. Schönes, verstrahltes, brennendes Wasser. Wo bist du? Kannst mir ruhig helfen. So. Muss ich wieder da hinstellen? Bist du am Dampfen? Nee, du bist mutiert, genau. Der Schaden, ne? Du hüpfst doch nicht. Ja, ich bin mit Stimpacks ein bisschen low, also muss ich das Ödland zunutze machen. Genau, was zu essen und so essen, aber ich könnte was zu essen essen, ja. Und dafür ist Essen irgendwie da. Aber ich esse nicht. Warte mal. Ich treffe mich doch hier. Boyakasha! Warte, du bist mit einem Schuss weg. Vielleicht. Böser! Wuff! Nein. Nein, gnadenloser Falscher war Mr. Briefkasten. Es war Mr. Mail. Hm.
Vorsicht. Ja. Was war das? Plus 2 Glück, ja, warum nicht? Was war das? Eine Explosion. Hallo? Es macht die Fallensterne nur noch armseliger. Was zum Teufel? Hey. Erinnert mich an die Old Republic. Wo manchmal die Gefährten einfach so tot am Boden liegen und hinter einen herrennen. Au. Am Briefkasten, Kopf. Denkst du, du bist witzig? Denkst du, das ist ein Spiel hier? Okay, der muss schnell brechen. Oh Gott. Ah. Hätte er nach hinten losgehen können. Nein! Irgendwas zum Essen. Irgendwas gekochtes oder so. Mutantenfleisch. Mal schauen, wird doch irgendwie neu überleben. Ich hab 32 Schuss in einer. Nein. Ja, jetzt hat sein Bein erwischt. Letztes Mal war es der Arm. Und ein Gegner noch. Wir können Stimpack verballern. Ich habe nicht mehr so viel. So. So, komm her. Hi. Warum bist du so stark? Schuss, Schuss, Schuss. Weg. Nein. Uff. Oh Gott. So, war's das? Wer sagt, dass es das war's? Sachen zu bauen und zu verkaufen ist gar nicht mal so verkehrt. Eigentlich kann ich kein Stimpack machen. Oh ja, mal Schlacke. Das ist ein Getränk. Agiles Schlackepack. Trägt 12 Minuten lang deinen aktuellen Strahlungswert. Was? Mal schauen, was denn. Steigt 12 Minuten lang mit deinen aktuellen Strahlungswert. Okay, witzig. Strahlungsassistenten. Okay. Vom Kampf nicht schlecht. Okay. Hier auf in meinen Basen reinstellen oder was? Sorry, das gibt's doch einfach nicht. Faule sagt, er folgt mir im Sitzen. Ist er doch fauler als ich. Tut der exakt gleich noch mal rein. Ah, verfickt. Sehr gut. Gut. Kampfmusik ist immer noch hier am Laufen, also muss hier noch irgendjemand rumlaufen. Den schnapp ich mir. Nicht mit meinem Schrotgewehr, weil da geht mir Munition aus, wie mit allen anderen Sachen auch. Jetzt ist sie im Bett. Oder eigentlich die Blechdose.
Irgendwo konnte ich doch was kochen, oder? Kann ich gleich mal machen. Damit ich Platz bekomme und damit ich Heilklamotten habe, Alternative. So. Da kann ich wahrscheinlich sowieso noch nicht machen, weil hier noch irgendjemand rumläuft. Wo ich konnte auch gerade die Laborstation machen, also. Was ist das Ding nochmal? Wo war doch hier so was zum Kochen? Da. Gott, verdammt. Stimmt, der Briefkastentyp. Den hab ich noch gar nicht erledigt. Ich dachte, ich hätte den schon. Du bist nicht der Briefkastentyp. Oder habe ich den Briefkastentyp erledigt? Ich glaube nicht. Ein paar kritische Punkte. Okay. Ich befahre dich. Stempex, danke. Oh Gott. Oh. Bist du ein Mr. T? Ja, tschüss. Warte mal, ich mein. Er bringt nichts. Warum ballert ihr noch auf den? Er liegt am Boden. Mit einer Gräuelschrei. Schuss, nein, Schuss. Schuss, nein, Schuss. Meine schöne Munition. Was ist das? Durch die Wand geschossen. Oha. Wenn ich jemand kochen könnte, ne? Dann wärt ihr alle dran. Jetzt kommt mal da raus, bitte. Dreck. Das andere. Da, oh ja. Wurf. Gibt's doch nicht. Der blöde Pisser, kannst du mal irgendwo sein, wo ich auch bin? Ich sehen kann. Nein, du bist so gut wie tot. Jetzt eher das. Was bewegt sich? Hinter dir. Oder auch nicht. Was ist das? Ja, Splittergranaten müssten schon treffen. Oh mein Gott. Hier ist aber zum Kochen, sehr gut. Pflanze. Die ganze Zeit ist ein. Jetzt mal aufstehen, verdammt. Hat sogar funktioniert, ich weiß nicht. Sehr gut.
Okay. Gut, kochen. Ja. Vorsichtig mit dem Werkzeug. Ich hätte da letztens fast einen Finger verloren. Und kochen? Auch weiter ins Wasser. Jetzt habe ich einen Ölkanister. So, ich habe alle meine Finger noch. Was sagst du dazu? Schön. Sind wir's da? Hier Wesensgeschmack, was hier Basen angehen. Ja. Wir haben random irgendein paar Leute hier getötet. Bin zufrieden. Hier wäre jetzt auf Überleben ein Speicherpunkt. Oh Gott. Aber nix. So in Sachen, hallo. Magazine oder so. So. Gebiet hier erledigt. Yay! Yay! Oh, wenn da nicht was Stimpacks drin sei. Ich muss noch merken, hier ist Victorias Kiste oder so. Ist wahrscheinlich wieder nur noch 15 Zeug drin, aber trotzdem. Okay. Jetzt, wenn ich immer eine Power Armor finde. Ja, bestimmt auch nicht so selten hier, oder? Bestimmt irgendwo mal eine finden. Gibt es hier niemanden von der Bruderschaft mal irgendwann einen jeden gezogen hat. Oh, ist leer. Kann er es wagen? Ja, kaum kannst du wieder stehen, kommst du mir in die Quere, ne? Brotkasten. Du bist eine Brotdose. Das ist eine Brotdose. Du bist eine Brotdose. Ah, okay. Wollte ich eigentlich noch mal hin? Ich wollte ja zum Schiff hingehen. Oder zum Steg. Keine Ahnung. Also schon lange nicht mehr zu erklären, wie ich funktioniere. In diesem Spiel. Ist noch nicht mal was. Guck dich an, hier ist nix. Ja, ist vielleicht bald. Das sieht schon so aus. Halt. Also er wollte wahrscheinlich nur, oder sie wollte wahrscheinlich nur eine Pinkelpause machen und so, und dann kommt irgendein Arsch und schießt dann ab. Was ist denn hier passiert? Ah! Sehr gut. Da kommt noch einer, um nachzugucken. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ist überhaupt eine Waffe? Mann. Ah, komm schon. So. So müssen die Kämpfe ablaufen. Kurz, knapp und ohne Schaden für mich. Was gezeichnet.
Wo die ersten beiden weg den Kopf weggemacht. So wie es sein muss. So, Aluminium, Aluminium. Und da ist nichts drin. Willst du mich fahren? Wo kann ich weit werfen, ne? Weiß überhaupt gar nicht, ob ich noch Aluminium brauche. Ich tue es nur einfach mitnehmen. Das ist der dritte, den ich getötet habe. Hallo? Hallo? Nicht her. Keine Power Armor. Irgendwie hatte ich, weiß ich nicht. Sah irgendwie so aus, als hätte hier eine Power Armor sein können. Ich weiß auch nicht wieso. Diese random Geräusche, ne? Schiff. Ich kann Kunst. So. Gut. Immer, weiß ich nicht. Was haben wir überhaupt gemacht hier? Sind von, weiß ich nicht, wir sind von hier bis hier gelaufen in diesem Part. Gut, ne? Da würde ich auch sagen, ich beende den Part hier. Wir machen uns weiter auf zu unserem Ziel in diese Richtung in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich ehrlich fürs Zuschauen. Ja, und sag tschüss bis zur nächsten Folge.